Sei mal still. Was? Wenn du ganz leise bist, kannst du Darth Vader atmen hören. Ah. Das stimmt gar nicht. Schon wohl. Nein. Natürlich. Ach nee, das ist nur dein Nachbar, der atmet ziemlich laut und deswegen. Der macht. Ach, du brauchst hier 40 Mondsteine, um das zu öffnen. Oh Gott! Der macht sich auch morgens Nudeln. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Du bist hier der Pistolero von uns beiden. Nein, welche du willst, die sind alle schlechter als meine. Ja, dann würde ich. Ja, warte mal. Ich würde die mal damit. Also, was Schaden angeht, gucke ich immer. Nimm doch alle mit und zur Not verkaufst du. Ja, feuert so schnell, wie du den Abzug drücken kannst. Das ist schon lustig. Nein? Ah, das ist irgendwie auch. Ach komm, nehme die mal. Guck mal, die leuchtet im Dunkeln. Wie es gab schön. Sogar mal eine Werbung für so fluoreszierende Kondome, ne? Die haben auch im Dunkeln geleuchtet. Gab's tatsächlich. Wir haben also welche mitgebracht aus Spanien für unsere Freunde. Geil. Auch so. Was Gag. Finde ich ein bisschen gruselig, sowas. Ja. Ich auch. Okay, warte. Da ist eine Säge drin. Ich glaube, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Hm. Kann man tatsächlich keine zwei Waffen benutzen? Also so. Zwei Hände. Mhm. Hab ich auch schon gefragt. Das Laser wieder. Wo? Ach, da. Er kommt ja immer leer mit seinem Laser da, ne? Hör auf, den Mond mit einem verdammten Riesenlaser zu traktieren. Bist du total. Total verrückt? Was werden wir denn gerade so mit Waffen vollgeschmissen? Ja, wir haben ja was. Ach, die letzte Schwieriges willst du geschafft. Dir, ja, das ist dein. Ah, danke. Zerstöre alle Relais, dann sollte das verdammte Signal ausgehen. Okay. Ach, guck mal hier. Na. Ja. Ich glaube, diese Waffen, die so schnell feuern, wie du zielen kannst, sind perfekt für deine Ulti. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Weil ich verziehe hier ohne Ende. Ja, und meine. Oh Gott, meine Rifles machen halt absolut nicht so viel. Ja. Also, beziehungsweise. Die brauchen halt ewig, bis sie nachgeladen sind. Deswegen ist Nein! ein Cowboy auch immer dafür da. Schieß auf den Laser. Geschütz. Nee, das dauert zu lange. Doch, das hast du jetzt. Okay, geil. Headshot! Okay. Bist du wieder voll dabei? Nein, nicht voll, aber ich bin dabei. Yeah. Relais. Kaputt machen. Lächeln. Ich geh andersrum, oder? Jopp, jopp. Oh, auf den Gefallenen, dass wir hier gerade komplett. Oh, wow, wow! Hm? Da ist so ein Flieger. Der ist nicht so gerade fancy. Der ist eigentlich eher nur so gar nicht fancy. Nee. Ich bin halb tot. Ich brauch unbedingt jemanden, den ich umbringen kann. Ich weiß nicht, wo du bist. Warte, ich krieg den Flieger kaputt. Ja, ist weg. Ja, jetzt sterbe ich. Nee, das schaffst du. Hol dir einfach einen von denen. Ja, der hat zu viel Energie und ich muss nachladen. Das hat's. Hat. Oh, wow, 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 wow. Den wollen wir mal ein bisschen aufregen hier. Oh Gott, das sind ja Lasergeschütze. Ach, ja, und ich ja. wundere mich, warum das hier so schleppend vorangeht. Nee. Ah, Mist, jetzt ist ja gerade Futschi, wo ich meine Ulti mache. Ach, scheiße. Oh. Kriegst du? Nee, das Lasergeschütz ist voll. Warte. Oh ja, lad nach. Lad nach. So, jetzt. Ach, das ist ein anderes Lasergeschütz. Oh Gott. Vielleicht sollten wir das eher ein bisschen langsamer machen hier. Ja, du tot. Und. Oh, was denn jetzt? Ach du Scheiße. Wie ist, wenn ich auch mal meine Ulti benutze hier? Wäre vielleicht mal eine Maßnahme, oder? Vor allen Dingen gegen solche Lasergeschütze ist sie bestimmt richtig klar.
Okay. Ach. Den gibt's auch noch. Leute, jetzt macht mal jetzt nicht so einen Stress. Ich muss jetzt ganz langsam mal das erstmal hinkriegen. Oh. Keine Munition. Es ist perfekt gelaufen jetzt. Ach nee. Bist du wieder da? Ja. Okay. Hier ist so ein gestohlener Dahlfighter, den hauen wir auch mal kaputt. Oh nein. Ja, natürlich, der ist jetzt kaputt. Und tschüss! Guck mal, wir haben sogar. Ich habe schon mal die Hälfte vom neuen Level wieder. Mondstein. Ich glaube, es macht doch um einiges mehr Sinn, wenn du die Pistolen kriegst, die da drin waren. Auch wenn der Initialschaden ein bisschen geringer ist. Wie der Beriff, das Arschloch. Moment, du bist nicht Red oder Belly. Oh Mist. Der Beriff hat die ganze Zeit für Sarpedon gearbeitet. Oh, ja. Sauerstoff. Wir ja. Müssen mit dem Kerl reden. Kann man nicht hier irgendwo rein? Ich glaube jetzt. Wir tun ihm nichts, bis wir wissen, was mit ihm los ist. Wo denn? Ich sehe es auch gerade nicht. Weil hier ist ja eine Kaufstation, er ist unten drin halt. Scheiße. Ey. Ich glaube, hier ging's runter. Ja. Da ist es. Wo waren hier die Kaufstationen? Die habe ich gar nicht gefunden. Ich habe nur das Symbol auf der Karte gesehen gerade. Links hier drin, theoretisch. Ich sehe da nix. Ich sehe da rein gar nichts, du. Schade. Ja, hätte ja sein können. Warte mal, das war doch direkt davor, oder? Irre ich mich da? Ja, genau. I do not know. Erstmal ein bisschen Munition kaufen. Ja, ja. Climby and Moors. Möchtest du die Pistolen nicht doch mal wieder haben und du versuchst sie dann einfach mal? Ich meine, zwei habe ich ja auch. Zwei blaue? Oh, guck ich gleich. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ach man, die sind hier alle so sympathisch. Aber mit denen sprechen möchte ich trotzdem nicht. Nicht genug Geld, schade. Nee, zwei weiße habe ich. Warte, ja, das noch? Macht doch gar keinen Sinn. Ich gebe dir die einfach mal. Wenn ich jetzt weiß, wie das funktioniert. Biete. Das. Oh, das ist aber auch nervig hier gerade. Das. Und das. Wolltest du jetzt noch Sniper-Rifles ausprobieren? Ja. Ich weiß gar nicht, wie kann ich hier denn auswählen? Da, irgendwie aus deiner Liste. Ja, ich seh's gerade. Nicht so einfach. Ich überlege gerade, welche ich gerne unbedingt behalten würde. Ich geb gerne. Nee, warte mal. Ja, ich hab schon meine jetzige, die ist besser als eine weiße, also mach dir da mal keinen Kopf. Cool Muckamuck ist zwar ein lustiger Name, aber irgendwie. Du bist es ja eigentlich erstmal für. Ich würde die sonst jetzt verkaufen, dann kann ich mir den Schild kaufen. Na gut. Auf die Plätze, fertig! Tauschen! Yay. Erst bezahlen, dann sterben. Ach, Nina. Die gute Nina. Jetzt komme ich schon wieder in dieses Dilemma, dass ich mir das nicht leisten kann. Soll ich die American... Warte mal. Warte, zum Verkaufen kann ich hier noch die zwei anderen eben geben. Ja. Da, also, wenn du noch eine hast, das wäre total geil. Dann könnte ich mir nämlich sofort den Schild kaufen und dann bin ich auch besser im Nahkampf. Und dann kann ich den allen aufs Maul hauen. Dankeschüss.
War doch der, den ich meinte, ne? Ja. Nur Spaß. Nicht genug Geld. Oh, scheiße. Trotzdem nicht? Nee. Ach, dann verkaufe ich das jetzt doch noch vielleicht. Ich finde das nochmal irgendwann. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ich habe zwar sonst relativ viel, aber Sachen nicht ungern zum Verkauf geben würde. Kann ich nicht rückkaufen? Warte mal, kann jetzt meinen alten Schild loswerden. 100. Ja. Ach, guck mal einer an. Hast? Das ist simpelste Mathematik hier. Jetzt habe ich alles. Ich muss nur nochmal meine Pistole auf 2 machen. So, hätte ich das gerne. Weil Pistole ist immer auf 2. Das ist alte Videospiellogik, die muss auf 2. Sonst kann ich damit nicht umgehen. Okay, sind wir fertig? Ja, ja. Beste. Spontankäufer 2 gekriegt. Yay! Ich find's trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass man hier Mondstein abdrücken muss, damit man die guten Waffen kriegt. Tja. Nee, das kann man sich ja nie aussuchen. Nee, kann man leider nicht. Obwohl ich auch gerne diese lila Waffe gehabt hätte. Kannst du dich noch an die erinnern? Die war gut. Damals? Ja, vor einer halben Stunde. Okay, müssen wir jetzt hier was machen? Arbeiten oder sowas? Okay, ja gar nicht. Dass sie immer so lautstark immer was machen müssen. Oh, guck mal, wir haben Atmosphäre. Ich hab keine einfach Atmosphäre. Mal M. Pflassenste Triton Flats. Der hat doch gesagt, wir haben hier Schnellreise. Haben wir das tatsächlich oder hat er uns da einen. Ach, weißt du was? Yes! Ja, Schnellreise sind ja diese Automaten. Ja. Aber den sehe ich hier nirgendwo. So. Ach, hier sind sogar noch ein paar Jungs. Wow! Die wir vergessen haben. Oh Gott, macht das viel Sinn so. Ja, das ist doch cool. Einfach mal mitten ins Getümmel reinrennen. Ich glaube, ich bin am Arsch. Jo, bist. Warum war denn da keiner von kritisch? Davon hat sich noch keiner. Oh Gott! Raider! Ja, ja. Erzählt mir doch mal alle jetzt was anderes. Wieso bist du gestorben? Ich will es gar nicht. Ach, du warst das! Katzen! Ich war das. Headshot! Dieser neue Schild ist echt perfekt. Das ist schön. Wie für meine Bedürfnisse zurechtgeschnitten. Hallo. Davon hat sich noch keiner erholt. Na! Da kann man doch auch irgendwann mal aufgeben. Okay, der Rest kommt noch von hinten. Wo sind denn noch welche? Ich sehe gar nicht. Da war einer. Nein, nein, nein. Ach, Mist, ich wollte doch da hoch. Moin. Wie er hier einen Böller aktiviert. Das ist feige, mein Freund. Das macht man nicht. Es sind hier aber keine mehr, oder? Nee, ich sehe zumindest keine mehr. Wahrscheinlich, wenn wir hier rauslaufen, kommen wieder nochmal 100. Aber ich kämpfe lieber gegen so humanoide Feinde, als gegen solche komischen Skag, irgendwelche Viechs. Die sind arm, arm Viechers. Ja, ist noch Zeug zum Looten, ganz viel. Oh ganz Gott. Ganz viel Moneys jedenfalls. Moneys! Und der muss mir wieder Geld von dir pumpen, das... Ja, kannst ja machen, ist ja egal. Ja, hätte ich jetzt vorher noch mehr mitgenommen, dann hätten wir den ganzen Blödsinn gar nicht machen müssen. Ich erwürge deine Vorfahren. So, dann wollen wir mal gucken, was dieser neue Schild hier alles so drauf hat. Ja, dafür muss er aber auch stehen bleiben. Ach, ey, bei mir ist es heute so ein bisschen laggy. Ja, du bist ja auch in der Internetverbindung. Die ist ja jetzt nicht so geil bei dir. Ach, guck mal, Toaster. Hallo. Ist hier noch an? Hier ist noch Zeug. Bisschen. Eine Granate! Noch eine! Noch ein! Willst du noch einen haben? Ich hole jetzt die Shishi. Erziele 20 Kills mit Sniper Rifles. Ich habe nur 10? Das hat sich ein Bild, als wären es 50 gewesen. Open! Open the gates! Arne schreibt! Ja, hab's gesehen.
Party ist gerettet. Er hat wieder Klopapier. Ja! Ja, Gott sei Dank. Ja! Klopapier! Kein Halloween ohne Klopapier. So, geht das jetzt auf hier? Hallo. Ach, ich würde sagen, es ist ein guter Ort für einen Cut. Yo, ich mache eben die Tür auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kannst du die wieder zumachen, während ich draufstehe? Nein. Schade. Ja, versuch mal. Schade, es geht nicht. Naja. Bis morgen, Leute. Bis morgen.